und herzlich willkommen zur fünften Lektion in unserem Schwertkampf-Anfängerkurs. Wir wollen jetzt in den nächsten Wochen Schritt für Schritt die Anzahl unserer Angriffe ausbauen. Und der erste Angriff, mit dem ich anfangen möchte, ist ein ganz typischer für die Bologneser Schule. Und das sind die Tramazzoni. Tramazzoni, das sind Schläge, die in einer Kreisbewegung um die Hand ausgeführt werden. Und diese können sowohl von der rechten Seite kommen, als auch von der linken Seite. So. Und dementsprechend heißen sie jeweils auch entweder Mandrito oder kurz Dritto Tramazzone und Roverso bzw. Riverso Tramazzone. Okay, und es ist wirklich im Prinzip gemeint, dass das Schwert hier eine Kreisbewegung genau um die Hand macht. So, wie geht das? Naja, das Erste, was wir nicht machen wollen, ist unser Handgelenk hier irgendwie überstrecken dabei. Okay, das heißt, die Bewegung, also gerade dieses Drehen, das erfolgt mit stabiler Hand und eher aus dem Unterarm. Ne? Also aus dem Unterarm wird jetzt hier gedreht. Okay. Das Schwert geht dann beim Dritto Tramazzone vor unseren Körper, geht hier wieder hoch und schießt dann wieder, obwohl es jetzt hier an unserer linken Seite ist, kommt es wieder von rechts, die Bewegung. Ganz wichtig, wenn man jetzt hier Unterarm dreht, dann bitte nicht zu früh. Was ich ganz oft sehe, dass Leute hier schon quasi den Schlag drehen und im Prinzip dann nur noch mit der Fläche den Gegner erwischen. Wirklich, bis man durch ist, also auch durch das gegnerische Schwert oder den Gegner, muss die Klinge in der gleichen Ebene liegen, wie der Schlag auch geführt wird. Also bis hier durch. Ihr könnt das Handgelenk natürlich ein bisschen dazu nutzen. Ne? Also solange es quasi in seiner natürlichen Bewegungsreichweite hier, wo es sehr stabil ist, bleibt, ist alles gut. Ja, könnt ihr das gerne machen. Aber dann eben nicht weiter, ne, wenn man das hier macht. Also hier ist okay, das wäre schon zu weit, man möchte das ja nicht überstrecken, sondern hier könnte man es jetzt eindrehen und wieder hochführen. Ja, und dann ergibt sich hier eine ganz flüssige Bewegung. Das ist der Dritto Tramazzone, der definitiv einfacher von den beiden Schlägen zu führen ist. Der Roverso Tramazzone verläuft jetzt hinter unserem Körper. Also wenn der rechte Fuß vorne ist beispielsweise, geht er jetzt hier zu unserem Rücken. Und hier ist es deutlich schwieriger, tatsächlich die Hand stabil zu lassen. Okay, und was man hier machen muss, erstmal grundsätzlich wieder das Gleiche. Die ganze Zeit die Klinge liegt in der Hauebene, bis man durch den Gegner durch ist. Und auch hier dreht man jetzt den Unterarm im Prinzip etwas auf, ne, sodass die Handfläche nach oben zeigt. Man kann so ein bisschen die unteren drei Finger lockern und dann kommt das Schwert hier eigentlich auch ganz gut rum. Okay? Und dann passt es auch halbwegs, dass man irgendwann die Hand relativ stabil kriegt. Das ist gerade am Anfang nicht leicht und das ist auch überhaupt nicht schlimm, gerade beim Roverso Tramazzone, wenn man hier den Ellenbogen so ein bisschen mit einbeugt, um die Bewegung zu unterstützen. Aber im Vergleich zum Roverso, ne, der ja auch wirklich aus der Schulter geführt wird, ist das hier natürlich eine deutlich kleinere Bewegung. Ja, also Tramazzoni sind im Prinzip kleine Mandriti und Roverso. Gut. Und dementsprechend nutzen sie auch meistens den Schwung eines vorhergehenden Schlages oder Stiches aus oder den Schwung, den euch der Gegner mit seinem Schlag mitgibt, um einen schnellen zweiten Angriff zu führen oder eine Parade und so weiter. Also beispielsweise nach einem Mandrito muss man ja nicht für einen zweiten Mandrito nochmal hier so komplett ausholen, sondern man kann die zweite Bewegung ja viel kleiner machen. Das Schwert natürlich schon in diese gleiche Richtung geht. Okay? Der erste Mandrito kräftig könnte beispielsweise dazu dienen, das gegnerische Schwert wegzuparieren. Und dann kommt der eigentliche Angriff mit einem Tramazzone. Ah.
wegparieren, Tramazone und vielleicht sogar noch direkt nochmal einen im Abzug. Okay, und auf der anderen Seite gleiches Spiel. Reverso, Reverso Tramazone und noch ein Reverso Tramazone beispielsweise zum Abzug. Also ganz viele Angriffe oder auch Stiche können im Prinzip mit so einem Tramazone verdoppelt werden. Okay? Und Mancellino, ein anderer Bologneser Fechtmeister, hat zum Beispiel geschrieben, wer lernt, seine Angriffe zu verdoppeln mit den Tramazzoni, der wird ein sehr guter Fechter werden. Und Giovanni Dalla Gocchi schreibt auch, beispielsweise, um hier die Position in der Nähe des Gegners sicher zu wechseln, ist es gut, das mit einer kleinen Rückwärtsbewegung und einem Tramazzone zu verbinden. Ja, entweder zum Gegner oder zum gegnerischen Schwert. So, das ist das Erste. Also die Tramazzoni, ganz wichtige Bewegung in der Bologneser Schwertkampfkunst. Das Nächste ist eine neue Position, die wir uns nochmal anschauen wollten. Und zwar kennen wir ja Guardia Alta, dem rechten oder linken Bein vorne. Aber manchmal, gerade wenn man einen Roverso schlagen möchte, dann geht man ja vielleicht lieber auch mit der Hand eher zur linken Schulter. Natürlich kommt man nicht mehr ganz so hoch, ne? Man kommt hier nicht mehr in Guardia Alta oder dann hier wäre man wieder in Guardia Alta. Aber irgendwo ist hier dieser Übergang, wo man im Prinzip hier über seinen Unterarm schaut und hier einen bequemen Roverso schlagen kann. Und diese Position heißt Guardia di sopra i braccio. Sopra ist über und braccio ist der Arm. Das ist also die Position über dem Arm. Und gemeint ist damit eben dieser linke Arm. Ja, ihr habt sicherlich bisher auch schon viele Bilder gesehen, wo hier in der linken Hand der Buckler gehalten wurde und das natürlich dann noch weiter einschränkt. Und Guardia di sopra i braccio ist halt die Position, wo eure rechte Hand über der linken ist. Okay? Und ist eben eine schöne Position, um ein Reverso zu schlagen. Gut, und das allerletzte, was wir heute noch sozusagen wiederholen wollen, ist nochmal, eine gute Verteidigung wird nicht nur mit dem Schwert geführt. Ne? Giovanni Dalla Rocca sagt ja, verteidigen idealerweise mit dem gestreckten Arm. Aber eben nicht nur aus der Hand wird verteidigt, sondern auch immer mit dem Körper. Ich habe das sicherlich auch schon in diesen Positionen, die wir uns angeschaut, gemerkt. Ne? Die Hüfte unterstützt all unsere Schläge und sie unterstützt natürlich auch all unsere Paraden oder Schläge, die als Paraden genutzt werden. Und dementsprechend zeigt immer der Oberkörper, aber auch der hintere Fuß in die Richtung, in die ihr pariert, also aus der gegnerische Schlag kommt. Kommt der gegnerische Schlag also für mich von links, zeigt am Ende mein Brustkorb nach links und mein hinterer Fuß zeigt auch nach links. Unabhängig davon, welcher Fuß vorne steht. Also wenn ich beispielsweise hier in Chinghiare Porte di Ferro bin, zeigt trotzdem mein rechter Fuß, der jetzt hinten ist, auch nach links. Gleiches Spiel auf der anderen Seite in Coda Longa Stretta, wenn ich mich nach rechts verteidige, zeigt sowohl mein linker Fuß als auch mein rechter Fuß in dem Fall nach rechts und mein Brustkorb zeigt hier auch nach rechts. Und in Coda Longa Alta, gleiches Spiel, hinterer Fuß zeigt nach rechts, Brustkorb zeigt nach rechts. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ihr mal Liegestütze macht oder einfach in eine Plank-Position geht, dann wisst ihr, ist es deutlich leichter zu halten, wenn eure Arme unter eurer Schulter sind, ne, und das Gewicht hier ganz gut halten können. Es wird deutlich schwieriger, wenn ihr diese gleiche Position versucht und die Arme hier versetzt. Okay, ihr bräuchtet viel mehr Stabilität, ne, und ihr werdet merken, wie auf einmal euer Körper hier selbst wegrotieren will und euer ganzer Bauch und die Rückenmuskulatur hier dagegen halten muss. Wenn ihr schon mal einen einarmigen Liegestütz probiert habt, wisst ihr auch ganz genau, was ich meine. Seid ihr nicht mehr auf einmal ganz zentral, sondern euer Bauch und Körper muss viel mehr arbeiten. Und genau das versuchen wir zu vermeiden. Ne? Also unser Schwert ist in dieser Verteidigungsposition im Prinzip, die Schwerthand ist auch genau vor dem Brustbein. Ne? Und dann hier auf der Höhe meiner
linken Hüftseite. Okay, fassen wir nochmal alles zusammen. Es gibt Tramazzoni, ganz wichtige Bewegung in der Bologneser Schwertkampfkunst. Und das sind Schläge, die um unsere Hand rotieren. Okay, wir wollen dabei aber nicht die Handgelenke überstrecken, sondern es ist vielmehr eine Bewegung im Unterarm und vielleicht auch durch das Öffnen und Schließen der unteren drei Finger, dass wir hier durch locker lassen. Wir wollen insbesondere hier darauf achten, dass die wahre Schneide immer in einer Ebene liegt mit dem Hau, den wir tatsächlich machen, bis wir durch den Gegner durch sind und erst dann eindrehen. Wir wollen nicht mit der Fläche treffen. Und es gibt Dritto Tramazzone oder Dritti Tramazzoni, das ist die Mehrzahl, die kommen von rechts nach links, sind aber auf unserer linken Seite. Und es gibt Roverso Tramazzone oder ein Roverso Tramazzone, Roversi Tramazzoni, die kommen von links nach rechts, sind aber die ganze Zeit auf unserer rechten Seite. Wir haben die Position Guardia di sopra e braccio genannt. Die gibt es sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Fuß vorne und wird dadurch charakterisiert, dass unsere Schwerthand über unserer linken Schulter ist. Und wir haben gesagt, okay, beim Verteidigen wollen wir insbesondere darauf achten, dass wir sowohl immer mit der Hand als auch mit dem Körper verteidigen. Und das bedeutet, dass unser Brustbein, aber auch immer der hintere Fuß in die Richtung zeigen, woher der gegnerische Angriff kommt. Gut, ich hoffe, ihr konntet schon einiges mitnehmen. Wir haben sicherlich viel zu üben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, als erstes wollen wir natürlich die Tramazzoni üben. Fangen wir mit dem Dritto Tramazzone an. Okay, das erste, was wir machen, ist einfach einen normalen Mandritto zu schlagen. Okay, und der Mandritto ruhig schön aus dem gesamten Körper erstmal Energie geben. Der Arm holt aus, gerne mit, je nachdem wie viel Platz ihr habt, mit auch gestrecktem Arm. Gerade wenn ihr hier vorne seid, wollen wir die komplette Reichweite nutzen, um nochmal ganz einfach in das Gefühl dieser Mandriti zu kommen. So, wenn wir auf den Gegner auftreffen und hier quasi schlagen, ob wir parieren oder den Gegner treffen, es ist erstmal wichtig, dass die Hand hier geschlossen und stabil ist. Das heißt, in diesem Moment dürft ihr nie euer Handgelenk entweder überstrecken und solltet auch niemals die Finger hier irgendwie locker lassen, weil dann werdet ihr nie irgendwelche Kraft in den Gegner transferieren können. Sondern wahrscheinlich wird euch einfach das Schwert aus der Hand geschlagen. Also hier am Anfang, Hände sind geschlossen, also Hand ist geschlossen. Und wichtig, wie gesagt, Klinge ist in einer Ebene mit dem Schlag. Wenn ihr jetzt aber durch den Gegner durch seid, und jetzt bin ich hier vielleicht in Porta di Ferro Alta, dann dreht der Unterarm und ihr könnt so ein bisschen diese unteren drei Finger hier, kleiner Finger bis Mittelfinger, könnt ihr so ein bisschen locker machen und im Prinzip werdet ihr merken, wie jetzt euer Schwert auf die Fläche dreht. Der Ort sinkt, hinter euch fällt, ist jetzt die ganze Zeit vor dem Körper, aber jetzt zeigt der Ort nach hinten. Und spätestens wenn ihr hier seid, könnt ihr wieder jetzt die unteren drei Finger anspannen. Und jetzt seid ihr hier wieder stabil und könnt den nächsten Dritto Tramazzone schlagen. Also bis ihr durch den Gegner durch seid, ein bisschen locker lassen, Unterarm drehen, Unterarm weiter drehen und wenn ihr hier wieder seid, wieder anspannen, ihr gebt dem Schlag auch gleich neue Kraft und könnt im Prinzip dadurch auch dieses Drehmoment erhalten. Nicht zu weit aus locker lassen natürlich, sollte nicht irgendwie total offen hier sein. Und vor allem, wenn ihr hier vorne seid, da definitiv nicht locker lassen, sondern hier vorne, braucht ihr immer die Stabilität eurer ganzen Hand. Macht ruhig die Teile erstmal immer bis in vielleicht Porta di Ferro Alta. Dann zieht ihr ihn rum, geht bis hier hin, locker lassen, wieder durchziehen. Schön darauf achten. Klinge geht weiter durch den Gegner durch. Und erst hier unten, wenn ihr schon draußen seid, rotiert ihr im Unterarm und in der Hand. Okay. Wie gesagt, dann denken nicht den
die Handgelenke dabei zu überstrecken. Also nicht hier versuchen, die Hand einfach gerade zu machen und jetzt hier irgendwie zu versuchen, das Schwert so durch den Gegner durchzukriegen. Das funktioniert natürlich auch nicht, wenn ihr irgendwelche Kraft durch den Gegner transferieren wollt. Also lieber die Hand ein bisschen senken, hier unten den Unterarm drehen und dann wieder rumbringen. Okay? Gleiches Spiel im Prinzip beim Reverso-Tramazone. Nachdem ihr das hier jetzt vielleicht 10 bis 20 Mal gemacht habt, jetzt der Reverso-Tramazone. Und zwar auch hier, wir fangen an mit einem normalen Reverso. Die ganze Schulter geht mit, die Hüfte geht mit und wir kriegen das Gefühl, ihr könnt ruhig aus Guardia di Sopra di Braccio schlagen, kriegt ihr das Gefühl, okay, das hier ist diese Rotation und auch hier ist natürlich die Hand vorne fest, solange es durch den Gegner geht. Und die Klinge immer in einer Ebene mit dem Schlag selbst. So, wenn wir jetzt daraus eine Reverso-Tramazone machen wollen, dann eigentlich das gleiche Spiel. Wir fangen erstmal genauso an, ziehen durch, bis wir durch den Gegner durch sind. Ne? Denkt dran, nicht das Handgelenk hier überstrecken, nicht das machen, sondern ruhig dann das Hand, die Hand ein bisschen tiefer nehmen. Wenn ihr durch seid, den Unterarm aufdrehen und jetzt könnt ihr die Hand auch wieder ein bisschen öffnen. Hier werdet ihr wahrscheinlich den Ellbogen auch genau wie ich beugen müssen. Und dann kriegt ihr das Teil hier wieder hoch und wenn ihr hier seid, wieder schließen und nach vorne schießen. Also dann landen wir in irgendeiner Position von vielleicht Coda Longa Stretta sind wir zwischendurch. Oder wenn ihr das Mittelbein vorne habt, Coda Longa Alta. Ja, und dann könnt ihr das Teil erstmal immer einfach bis hierhin üben, vielleicht stabil halten. Ja, denkt dran, in Stretta oder Alta, der Schwert ist ja noch nicht durch den Gegner durch, sondern zeigt noch auf ihn zu. Also erst noch ein Stück in dieser Ebene weiterziehen, dann öffnen und dann neu. Okay. Zack, schließen und Power geben. No, und wenn ihr das dann ein paar Mal gemacht habt und ein bisschen flüssiger habt, dann werdet ihr merken, okay, ihr müsst diese Hand immer weniger bewegen irgendwann. Aber so eine leichte Ellenbogen-Einbeugung, das wird immer passieren hier beim Reverso-Tramazone. Beim Dritto-Tramazone ist es deutlich weniger. Okay? So, dann macht ihr das auf beiden Seiten, wie gesagt, 10, 20 Mal, vielleicht immer im Wechsel, bis ihr es euch relativ wohl fühlt. Und dann können wir es verbinden. Zum Beispiel den Dritto-Tramazone mit einem normalen Mandrito. Also stellen wir uns vor, wir wollen entweder ein gegnerisches Schwert, was uns entgegengestreckt wird, aus dem Weg schaffen und dann angreifen. Oder vielleicht wir parieren einen Schlag, der von hier kommt. Wir parieren mit einem Mandrito, sind im Porta di Ferro Stretta. Gegnerisches Schwert ist hier. Und wir nutzen unseren einen Schwung direkt, um dem Dritto-Tramazone die entsprechende Power zu geben. Erstmal ohne Fußarbeit, starten in Guardia Alta. Mandrito, Dritto-Tramazone. Mandrito, Dritto-Tramazone. Durchziehen, durchziehen und weiter. Und zack, habt ihr mit in einem sehr kurzen Tempo euren Angriff gerade verdoppelt. Und wer sich richtig gut fühlt, der macht gleich zwei Dritto-Tramazoni hinterher. Der erste wird nämlich der verdoppelte Angriff sein und der zweite wird den Abzug decken. Und dann bringen wir die Fußarbeit mit rein. Denkt dran, wir verteidigen mit Körper und Hand. Linker Fuß zeigt nach links, also der hintere Fuß in die Richtung, aus der der Schlag kommt. Genauso wie der Oberkörper. Meine Schwerthand ist hier. Nachdem wir pariert haben, gehen wir nach vorne zum Gegenangriff und danach wieder zurück. Also ganz langsam. Eins, Parade, Gegenangriff und zurück. Tramazzoni gehen immer leichter, wenn man wenigstens so ein bisschen Geschwindigkeit drin lässt. Parade, Gegenangriff und Abzug. Parade, Gegenangriff, Abzug. Weil dann natürlich diese
dieses Drehmoment hier erhalten bleibt. Also nochmal. Parade, wir gehen leicht nach rechts. Gegenangriff und Abzug. Und bei eurem Gegenangriff kann die Hand natürlich ein bisschen höher sein. Ne? Also wenn ich das von der Seite mache. Parade, Gegenangriff und beim Abzug aber wieder lieber in die Porta di Ferro Stretta Position zurückgehen. Okay, hier wollen wir im Gegenangriff die Reichweite haben. Sozusagen im Abzug, aber zur Deckung wollen wir auch unseren unteren Körper decken. Also Parade, Gegenangriff, Deckung. Gut, und eine letzte Sache ist, man kann natürlich alles übertreiben. Das heißt, wenn ein Angriff von hier kommt, kann ich den natürlich sicherlich blockieren, indem ich hier meinen Körper so weit eindrehe. Völlig übertrieben. Wenn ihr nämlich noch genau da steht, dann habe ich euer Schwert zwar hier draußen blockiert, hier drüben aber auch eine riesige Lücke eröffnet. Das ist etwas, was ihr eigentlich nur wirklich mit einem Partner trainieren könnt, aber versucht diese Bewegung so klein wie möglich zu erhalten. Es reicht komplett aus, wenn ihr nur so eine kleine Bewegung macht. Wenn euer Körper nämlich dahinter ist, muss die Schwertbewegung eigentlich umso kleiner sein. Also das hier reicht aus, gegen Angriff Deckung. Ich bin auf jeden Fall sicher und hinter meinem Schwert kann gegen angreifen und zurückweichen. Okay, also übertreib's nicht mit diesem hier ausweichen und in die Richtung decken. Klar, ihr seid viel stärker, aber ihr würdet auch hier eine riesige Lücke aufmachen. Gut, das gleiche von der anderen Seite. Das heißt, wir starten vielleicht in Guardia di Sopra il Braccio und jetzt kommt ein Roverso, gefolgt von einem Roverso Tramazzone. Also erster Roverso, weitergleiten in den Roverso Tramazzone. Und nehmen wir mal, damit das symmetrisch ist, jetzt das linke Bein nach vorne. Eins, zwei. Eins, zwei. Und dann das zweite hier ist ja unser Gegenangriff, nehmen wir die Hand also ein bisschen höher. Und dann haben wir noch einen dritten Schlag hinterher, noch einen Roverso Tramazzone und landen dann wirklich hier wieder in Coda Longa Alta. Also, Guardia di Sopra il Braccio, Roverso, Gegenangriff und Verteidigung. Das ist erstmal noch ohne Fußarbeit. Ne? Eins, zwei, drei. Eins, Gegenangriff und zurück. Gut, und dann bringen wir die Fußarbeit dazu. Wir machen unsere Parade. Denkt dran, nicht bis hierhin gehen. Ihr seht, alles hier ist offen. Sondern ihr wollt die Sachen eng lassen, ne, damit wirklich wenig Deckung auf der anderen Seite noch vonnöten ist. Ne, sodass, wenn er rumschlägt, beispielsweise nur eine ganz kleine Bewegung für die andere Seite nötig ist. Ja, ihr wollt die Tempi, die ihr benutzt, so kurz wie möglich halten. Also, Roverso, dann Gegenangriff und Abzug. Roverso, Gegenangriff, Hand ist vielleicht ein bisschen höher und Abzug, Hand ist wieder vielleicht ein bisschen tiefer. Zack, Abwehr, Gegenangriff und Abzug. In die Richtung einmal. Zack. Parade. Gegenangriff mit Roverso-Tramazzone und Abzug. Gut, dann wollen wir das natürlich in einen interaktiven Drill einbauen. Na, eure Ausgangsposition kann ganz beliebig sein, in eine der Stretta- oder Alta-Positionen. Gar kein Problem. Ich schlage Mandriti und Roversi. Und ihr wehrt ab, achtet darauf, hier nicht zu weit rauszugehen, sondern macht die Bewegung wirklich möglichst tight. Und dann Gegenangriff mit einem Tramazzone und auch einen Abzug wieder mit einem Tramazzone. Bereit? Dann geht's jetzt los.
Okay. Soll dazu reichen. Das nächste ist, was wir uns anschauen wollen, ist, nachdem wir abgewehrt haben, haben wir im Moment meistens mit einem Stich gegen angegriffen. Und diesen Gegenangriff kann man schön mit Tramazzoni verlängern. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, unser Stich wird vielleicht abgewehrt, jetzt hier im Guardia di Faccia, dann ist es ja vielleicht eine schöne Bewegung, den direkt mit einem Roverso Tramazzone weiterzuführen. Und idealerweise, wie gesagt, weiterführen und im Abzug direkt der nächste noch hinterher. Ist immer ganz gut, Tramazzoni in Paaren zu schlagen. Und dazu erstmal Isolation. Ihr könnt in einer ganz beliebigen Position starten, ob rechter oder linker Fuß vorne. Und wir fangen erstmal an mit einem Stoccata in Guardia di Faccia, egal aus welcher Position. Und von hier aus, ne, wir sind vorne, wir lassen unser Schwert hier sinken, ne, wir sind, machen so ein bisschen auf die Hand und dann schlagen wir ein Roverso Tramazzone und noch ein Roverso Tramazzone. Gucken, zack, Stich, ein Roverso, noch ein Roverso Tramazzone. Und der erste Roverso Tramazzone ist wieder ein bisschen höher mit der Hand und der zweite wieder tiefer, um uns dann zu decken. Und dann nehmen wir die Fußarbeit damit zu. Und zwar der erste beim Stich gehen wir nach vorn. Beim ersten Roverso Tramazzone wollen wir auf die andere Seite. Ne? Wir werden ja hier nach hier wegblockiert. Also ist hier was offen. Und dann gehen wir zurück. Also Stich, rumgehen, zurückgehen. Und ihr könnt das ja auch mit dem linken Fuß vorne gemacht haben. Eins, trotzdem in diese Richtung gehen und zurück. Ne, probiert hier einfach verschiedene Fußarbeiten vielleicht mal aus. Also mit Stich nach vorne, rumgehen mit dem ersten Roverso Tramazzone, zurückgehen mit dem zweiten. Und wenn ihr das linke Bein schon vorne habt im Stich, dann ist es ganz gut, einfach nochmal einen Ausfall zu machen für den Roverso Tramazzone, also nochmal mit dem linken zu gehen und dann zurück. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oder mit dem rechten einfach halt wechseln. Gut. Und das gleiche geht natürlich auch mit Guardia d'Entrare. Wenn wir hier sind, ist es ja wahrscheinlich, dass das gegnerische Schwert auf dieser Seite ist. Wir werden also nach hier weggedrückt und hier eignet sich dann natürlich gut, ein Dritto Tramazzone zu machen oder zwei, wenn man abziehen möchte. Ganz isoliert. Wir stechen in Guardia d'Entrare. Auch hier, ne, nachdem wir vorne sind, Arm drehen. Erster ein bisschen höher, zweiter tiefer zur Abwehr. Also Stich, Tramazzone, Tramazzone. Stich, Tramazzone, Tramazzone. Gut. Wenn wir das haben, dann bringen wir das Ganze wieder ein bisschen zusammen. Wie gesagt, wir können aus verschiedenen Positionen ja hier in Guardia d'Entrare stechen. Also beispielsweise zack. Und jetzt merken wir, okay, der geht nicht durch, aber jetzt ergibt sich hier eine Öffnung. Ein Tramazzone noch weiter angreifen, noch ein Tramazzone zum Abziehen. Eins, zwei, drei. Wir gehen nach links und versuchen hier zu stechen, weil das gegnerische Schwert ist ja rechts. Wird geblockt, zack und zack.
gleiches Spiel, wenn der rechte Fuß vorne ist. Ne? Hier wird geblockt, einfach ein Ausfall nach rechts und dann zurück. Also, zack, zack, zack. Gut, nachdem wir das haben, können wir das mit einem Drill aus der letzten Lektion verbinden. Und zwar werde ich in den Stretter oder Alter Position sein und ab und zu werde ich entweder in Guardia Alta gehen oder in Guardia Risorta di Braccia. Und wenn ich in Guardia Alta bin, dann drohe ich euch ja mit einem Mandrito. Dann wäre es also schön, wenn ihr mich stecht in Guardia di Faccia. Und wenn ich in Guardia di Sopra di Braccia bin, bedrohe ich euch mit einem Reverso. Also es wäre ganz gut, wenn ihr mich in Ventrale bedroht. Auf euren Stich werde ich dann meistens wahrscheinlich wirklich ein Reverso und ein Mandrito folgen lassen. Und ihr stellt euch einfach vor, okay, das trifft euer Schwert. Und ihr nutzt aber diesen Schwung aus, um dann direkt mit einem Tramazzone weiterzumachen. Okay? Seid ihr bereit? Dann auf geht's. Ihr seid auch in einer der Stretta- oder Alter-Positionen. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, zack, Stich und Tramazzone. Ah, ich bin hier, ihr stecht mich quasi in Guardia Dentrale. Ich schlage in die Reverso, mache hier auf und hier kommen zwei Schläge im Prinzip rein. Der erste auf mich, der zweite zu meinem Schwert im Rückzug. Und ihr seht direkt, okay, das ist dieses Tempo, ne? Die Hand heben zum Schlag, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ihr habt ja gemerkt, das wurde jetzt zum Ende schon relativ schnell. Das heißt, wenn ihr mal nicht den Start, also auf dieses Handheben schon reagieren konntet, dann nutzt doch einfach diese Gelegenheit aus, um nochmal in eurer Parade und Gegenangriff zu üben. Okay? Dann könnt ihr euch ja immer noch vorstellen, dass euer Schwert dann halt rausgeblockt wird und ihr euren Stich einfach weiterführt. Ne? Ihr könnt also die Übung, die wir gerade gemacht haben, Mandrito Tramazzone im Prinzip zusammenbauen in der Verteidigung zu Mandrito Stoccata und dann weiterführen mit einem Reverso Tramazzone und wieder zurückgehen. Dementsprechend, ich gebe euch das gleiche jetzt einfach nochmal. Ne, aber ihr entspannt euch einfach ein bisschen und reagiert tatsächlich erst mit einer Parade. Oder wenn ihr euch schon so weit fühlt, könnt ihr natürlich direkt wieder versuchen, in diese Tempi hier auch reinzustechen. Okay? Gut, also ich schlage von rechts, ihr schlagt von rechts, reagiert mit einem Stich und geht dann zweimal rum, zack. Oder ich schlage von links, ihr schlagt von links, stecht, wird weggebunden, geschnappt mit zwei Tramazzoni von der anderen Seite. Bereit? Dann letzter Drill für heute.
Also jetzt deutlich kürzere Tempi hier, die ich in den Angriff reinstecke. Ja, ich gehe auch gar nicht mehr wirklich ganz hoch in Guardia Alta oder Sopra de Bracha. Aber trotzdem sind das ja Sachen, auf die ich reagieren muss. Und eigentlich sind es ja auch noch immer noch etwas kleinere Tempi, weil ich hebe immer noch die Hand hier. Ne? Ganz im Gegensatz dazu, was passieren würde, wenn ich einfach nur das mache. Schwächer, aber schneller. Ja, und da ist kein Tempo, um direkt anzugreifen. Aber hier schon. Ja, viel kürzer. Langsam. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Wie gesagt, die Übung könnt ihr gerne direkt nochmal nutzen. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder zur Lektion Nummer 6.